Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Super Mario Land 3 bzw. Wario Land 1 aus dem Jahre 1993 für den Game Boy, genau. Ich überspringe das mal hier gerade. Ich spiele das Ganze über den GameCube, da gibt es nämlich so einen komischen Adapter für, dass man Gameboy-Spiele bis zum Gameboy Advance darauf spielen kann. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich damit jetzt aufnehme und ich hoffe mal, dass das hier alles super läuft. Ein kleines Problem habe ich schon entdeckt und zwar irgendwie mein Grabber will nicht das komplette Bild aufnehmen. Deswegen seht ihr oben, Z-Knopf-Menü ist abgeschnitten. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm, ihr seht ja das ganze Bild, von daher. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade irgendwie so aufgeregt bin. Keine Ahnung, vielleicht wegen neuem Let's Play oder so. Ja. Auf jeden Fall, ich wollte das schon seit längerem aufnehmen. Ich könnte vielleicht mal ein bisschen weiter von meinem Mikrofon weggehen. So, weil das schlägt relativ heftig aus. Genau, ich wollte das schon seit längerem aufnehmen. Allerdings ist die Batterie leer gegangen in der Cartridge. Deswegen konnte ich das jetzt erstmal eine Zeit lang nicht aufnehmen, denn wenn die Batterie leer ist, können wir nicht speichern. Na gut, wir können schon speichern, nur wenn wir dann das nächste Mal das Spiel anmachen, ist der Speicherstand futsch. Ich erzähle gerade noch die Story zu Ende. Und zwar, hab das Spiel halt reingetan, wollte ein bisschen anzocken und so. Wollte gucken, ob alles funktioniert für die Aufnahme, die ich den nächsten Tag machen wollte. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Hab zwei Level gespielt. Und den nächsten Tag wollte ich spielen und dann sehe ich, dass da immer noch überall 00000 steht. was ich dann ein bisschen komisch fand. Und ich weiß, also ich wusste, dass auf jeden Fall bei Spielen, die eine interne Uhr haben, auf jeden Fall eine Batterie verwendet wird. Und, ich habe dann mal ein bisschen geguckt und habe dann halt gesehen, dass man die, tauschen kann mit ein bisschen Aufwand. Und, ich habe sie dann einfach mal getauscht und dann hat es halt wieder funktioniert. Nur, dass ich jetzt, diese Cartridge nicht mehr komplett zukrieg. Weil ich eine größere Batterie reingemacht habe. Da sind so Knopfzellen drin und da war vorher eine 1616 drin. Eine CR1616, wie die heißen. Und ich habe jetzt eine CR2025 drin. Die haben beide 3 Volt. Von daher macht das jetzt nicht so den großen Unterschied, außer dass die jetzt, glaube ich, ein bisschen länger hält. Also, aus welchem Jahr? Was hast du gesagt? 93? Das heißt 22 Jahre. 22 Jahre hat die Batterie gehalten. Ja, das heißt, die wird jetzt noch ein bisschen länger halten, wenn das Spiel überhaupt noch so lange hält. Gut, wie gesagt, ich spiele das Spiel über den GameCube. Das heißt, ich habe auch den GameCube-Controller in der Hand. Da muss ich mich erst noch ein bisschen drauf, wie nennt man das denn, drauf einstellen, whatever. Weil der liegt halt anders in der Hand als so ein PlayStation-Controller. Wie ich zu dem Spiel gekommen bin, genau. Ich habe das mal irgendwann in meiner Kindheit von meiner Oma, glaube ich, bekommen. Ähnlich wie mit Mario Land 2. Meine ich mir, wäre das gewesen. Da habe ich das mal zum Geburtstag bekommen. Keine Ahnung, auf jeden Fall ohne. Es war gebraucht, glaube ich, als ich es bekommen habe. Wir fangen einfach mal an hier. Wird zu viel Gelaberei hier. So, ich sehe gerade, wir haben überhaupt keinen Select-Button. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Wow! Mach das zurück. Das sieht voll schlimm aus, wenn das so fett ist. Okay, die Tasten lasse ich mal in Ruhe da oben. Z, genau, ist von dem Menü. Ah, genau, das habe ich gesucht. Und zwar sind wir hier auf so einer Insel. Ich kann euch nicht viel über die Story von dem Spiel erzählen. Ich weiß nur, dass Wario ziemlich geldgeil ist.
Und ja, es gibt hier Schätze in dem Spiel. Und die möchte ich gerne alle holen. Dann gibt es aber auch noch irgendwie verschiedene Enden, die sich davon auswirken, ausgedöns. Die sich davon auswirken, wie viel Geld man gesammelt hat. Da werde ich jetzt nicht drauf hinspielen, irgendwie das beste Ende zu holen, sondern ich will einfach nur alle Schätze holen. Also quasi, es ist eigentlich 100% Run, würde ich sagen. Wenn ihr da eine andere Meinung zu habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, die Map, die hat irgendwie ein bisschen was von Super Mario Land 2. Weil da ist halt hier unten, da war ja die Schildkröte eigentlich und hier ist jetzt halt so ein Piratenschiff. Hier oben, da wo jetzt dieser Totenkopf ist, war der Kürbis, genau, der Kürbiskopf war da. Da war ja die, also da wo dieses Schwebedingsi ist, war der, ach Gott, ey. Nehme ich überhaupt auf? Einen kleinen Moment, ich muss mal gerade gucken. Ja. Ich nehme ihn auf. Da war das Hippo, genau. Und dann gibt es ja noch so ein bisschen nach links zu so einem Eisberg und das könnte man ja quasi als die Sternenwelt so betrachten. Also ich finde, das hat irgendwie schon ein bisschen ja, Ähnlichkeit. Ein bisschen. Okay. Dann fangen wir mal hier am Strand an. Schon 10 Minuten gebabbelt und einfach nix. Rice Beach. Okay. Wie gesagt, die ersten zwei Level habe ich gespielt. Ich habe das Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal in meinem Leben durchgespielt habe. Das ist halt ähnlich wie Super Mario. Nur, ich sag mal, es ist ein bisschen langsamer. Wobei wir halt ein paar Sachen können, die Mario jetzt nicht kann. Zum Beispiel hier dieses Wegschleudern. Oder Gegner in die Hand nehmen. Das weiß ich gar nicht, ob Mario das kann. Nein! Oh. Nerv mich nicht. Nein, nicht pieksen! So, wegschleudert. Und wir sehen auch, wir haben unten rechts eine kleine Zeitanzeige. Ja, dann gibt's halt hier die verschiedenen. Ach, genau! Dieses. Ich weiß nicht, was es ist, ob es eine Nase ist oder Knoblauch, keine Ahnung. Das habe ich noch nie so richtig erkennen können. Sind halt so Items wie der Pilz bei Mario. Halt so ein Gedöns. Nur haben die hier halt andere Funktionen, sag ich mal. Jetzt komme ich da unten nicht dran. Und zwar mit. Ach nö, jetzt ist es weg. Jetzt kann ich es euch gar nicht zeigen. Dann müssen wir abwarten. Wir gehen mal. Von hinten sieht er ein bisschen aus wie Mr. T irgendwie. Hier die kleinen. Die machen uns nichts, weil die keine Waffe haben. Und daher ist das eigentlich Wumpe, ob wir da jetzt irgendwie gegenkommen oder nicht. Ich hoffe, ihr hört die Autos nicht, die draußen vorbeifahren, weil jetzt ist ja Sommer und da habe ich mein Fensterchen offen. Schnell laufen können wir gar nicht mit dem. Wenn man die so zusammenschmeißt, die Gegner, dann gehen die auch kaputt. Also das, ich glaube, nur wenn wir nochmal auf den drauf springen, geht der kaputt. Nee, auch nicht. Oder so. So ist natürlich auch gut. So. Ah, Triple Kill! ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch weiter über das Spiel erzählen soll. Genau, da können wir die auch natürlich reinschmeißen. Na, das war jetzt blöd von mir. Gucken wir gerade mal, ob wir da hochkommen. Ich weiß gar nicht, wie hoch da die Leiter war. Ich glaube, die war aber so hoch, dass wir da nicht. Ja, genau, die war so hoch, dass wir da nicht dran kamen. Müssen wir halt da, wie er sich einfach umdreht. So. Bisschen Spaß.
Sprungpassage hier. So, jetzt gleich. Jetzt kann ich. Du fällst nicht runter, ne? Jetzt sind wir wieder der normale Wario. Müssen die kaputt machen. Keine Angst, wir kommen da noch dran, weil hier gibt es einen verhitten Block. Verhitten Block. Ich wollte eigentlich einen versteckten sagen, aber dann kam mir der richtige Name in den Sinn. Und das Schöne an diesem Spiel ist auch, die Schätze, die wir finden, die werden in der richtigen Reihenfolge angezeigt. Das heißt also, wenn wir in irgendeinem Level einen Schatz nicht kriegen und in dem nächsten Level einen Schatz kriegen, dann sehen wir das auf so einer, in unserem Treasure-Dingelskirchen, also in diesem Sammelsorium da, dass da halt eine Position fehlt und dann wissen wir halt, dass da irgendwie in dem Level davor noch ein Schatz war. Das finde ich ganz gut. So, und das ist jetzt schon das Ende. Wir müssen halt, um das Level-Ausgang betreten zu können, müssen wir halt immer 10 Münzen investieren, indem wir nach oben und B drücken. Und dann kriegen wir halt so eine Plus-Münze, die wir dann da reinschmeißen. Und ja, dann können wir dann halt das Levelende dann betreten. Und hier gibt es dann jetzt auch noch eine andere, also eine Änderung zu den normalen Mario-Spielen. Und zwar können wir einmal um Herzen, spielen, genau. Dann müssen wir dann irgendwie mit Bomben was abschmeißen. Ich glaube, wenn wir 100 Herzen haben, kriegen wir ein Leben. Da bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Oder wir können halt um Münzen spielen. Das ist halt so eine 50-50-Gedöns, was ich eigentlich ganz gerne mache. Jetzt müssen wir uns für eins hier entscheiden. Ich nehme mal das Rechte. Und jetzt kriegen wir die Hälfte von unseren Münzen abgezogen. Ich gehe jetzt nochmal hier hin. Wir haben 3 Versuche. Und jetzt kriegen wir halt das Doppelte, glaube ich, wieder drauf. Also nochmal 100% quasi. Ja. Und wir haben miese gemacht. Naja. Dann ist das halt so. Genau, und das ist jetzt hier, wo wir sehen. Ich denke mal, 99.999 ist das Maximum, was wir bekommen können. Und da seht ihr jetzt von A bis O, das sind halt die Schätze, die wir dann bekommen können. Ja. Dann gehen wir mal ins nächste Level. Wie heißt du denn? Of course, number 2. Okay. So, jetzt kann ich euch das hier mal zeigen, genau. Denn wir können uns festhalten. So, wir können zwar nichts weiter machen, sondern wir können uns einfach so festhalten. Jetzt können wir zum Beispiel auf den Gegner warten. Und auf den drauf schmeißen. Die lassen sich fallen von der Decke, das ist nicht so fein. Also ich glaube, wir machen erstmal das hier oben. Na toll. Wow. Ich will da oben gerne lang. Müssen wir halt hier bei denen aufpassen, bei den Kleinen, weil die halt so einen kleinen Speer haben. Oh, da war so ein... Ich dachte, das wird direkt umspringen. Nein! Schade. Weil ich wieder zu ungeduldig war. Das fängt schon sehr gut an. Nee! Das können wir jetzt gar nicht öffnen. Oh! Jetzt haben wir hier so ein Feuerding. Okay, da kommen wir gar nicht dran. Springen wir drüber. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hinkommen.